Spiel, den Jungs auf dem Platz, dass sie verletzungsfrei bleiben und ihren Trainern zeigen, was sie können. Den Trainern Preußen Münster, Torschütze Nummer 9, Joel Wodowski. 2 Minuten nach der Führung für die Braunschweiger. Für den SC Preußen Münster in der 31. Spielminute, Torschütze Nummer 26, Sebastian Brochka. Thank you.
Okay, auf geht's zur zweiten Halbzeit. Viel Spaß. Jetzt ist er dran. Sehr schön genommen. Spielminute, das 3:1 für den SC Preußen Münster. Ja, Peter, heute 3:1 Sieg gegen Braunschweig, Preußen 2,5 Wochen der Vorbereitung. Wie zufrieden bist du? Ja, ich glaube, dass wir schon vieles gut umgesetzt haben. Aber ich muss auch ein ganz großes Kompliment hier an die Organisation machen. Das war echt ein ganz großes Kino, was sie hier auf die Beine gestellt haben. Und ja, das Spiel hat das Übrige dazu gegeben. Das erste Mal jetzt hier in Techte? Nee, tatsächlich war ich schon mal als Spieler hier. Ich habe mit Werder Bremen hier schon mal gespielt. Okay, alles klar. Das ist schon ein paar Jahre her, ne? Ja, das ist schon definitiv eine ganze Dekade, ja. Okay, heute, wie gesagt, 3:1 gewonnen. Das war schon zumindest in der ersten Halbzeit ein sehr flottes Spiel. Zweite Halbzeit war es dann, muss man sagen, schon ein bisschen schwieriger. Ja, weiß ich nicht. Natürlich ist irgendwie nach einer Halbzeit ein kompletter Wechsel drin. Dass da ein kleiner Bruch drin ist, ist normal. Aber ich glaube, auch die zweite Halbzeit hatte sehr viele gute Seiten. Und die Jungs haben alle Gas gegeben. Und natürlich muss man jetzt mal schauen mal mit Dennis Grote, was das für eine Verletzung ist. Müssen wir mal schauen. 7 Neue sind jetzt verpflichtet worden. Ist jetzt erstmal, habt ihr ja schon verkündet, erstmal ein bisschen Ruhe einkehren und gucken, ob sich noch was ergibt oder
Habt ihr noch jemanden Festes im Auge? Ja, wir sondieren weiter den Markt. Wir sind da schon sehr wachsam, aber ich glaube schon, das ist das große Pfand, was wir haben. Wir haben ein super Gerüstfundament und von daher sind wir da ja, wachsam, aber auch mit einer genügend Gelassenheit. Jetzt haben wir demnächst pokallose zwei ganz interessante Spiele. Einmal gegen Kreisliga H sozusagen. Langmit, das ist gar nicht so weit weg von deinem Heimatverein, ne? Von deinem Heimatort. Ne? Stimmt, ist mein Fußballkreis, wo Teute Riesenberg auch gespielt hat, genau. Und dann gegen Bayern München, also größerer Unterschied könnte fast gar nicht sein, ne? Ja, es sind auch zwei verschiedene Pokalwettbewerbe, von daher, ja. Wie blöd ist das, dass man erst im September spielt? Der hätte wahrscheinlich lieber im August schon gespielt, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist schon, was das angeht, schon sehr schade, dass man ein bisschen aus dem Rhythmus ist, ne? Also von daher, es gibt nicht nur positive Dinge, dass wir gegen Bayern München spielen. Aber trotzdem, ist das ein Traumlos oder ist das eher dann doch nicht was Besonderes? Aber du hast ja gegen Bayern München mehrmals gespielt in der Bundesliga. Also wenn du mich als Funktionär fragst, dann muss ich ehrlich sagen, dass es kein Traumlos ist. Aber das kann man sich ja Gott sei Dank nicht oder leider nicht aussuchen. Von daher, wir nehmen es so, wie es kommt. Und wir werden das annehmen und werden guter Gastgeber sein und uns so gut, wie es geht, verkaufen. Aber du hast öfter gespielt gegen die Bayern, ne? Ja, schon. Ja. Erfolgreich? Mal mehr, öfter weniger. Alles klar, danke. Wir hoffen, dass mehr über Preußen mal rumkommt. Ja, das hoffen wir. Schauen wir mal. Preußen Münster für mein Herzen.